Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Wochenmagazins Treffpunkt Murtal. In dieser Woche berichten wir Ihnen über die Music Nights in Knittelfeld. Wir haben einen schmackhaften Kochtipp für Sie, haben alles über die aktuelle Wolfssituation im Murtal und bringen einiges zum Thema Zirkus. Und damit legen wir gleich los, denn in unserer aktuellen Ausgabe Treffpunkt Murtal sind wir diesem Thema nicht nur einmal begegnet. Das erste Mal in Knittelfeld, denn dort fand die Abschlussveranstaltung des Kindersommerzirkus statt. Artistik, Jonglage, Akrobatik und viel Talent. Darin haben sich die Kids beim Knittelfelder Kinderzirkus bewiesen. Vor wenigen Tagen hieß es dann, manegefrei für die Abschlussvorführung. Also für das, dass wir das erste Mal das machen, ist das sehr gut angenommen worden. Wir haben auch gleich von Haus aus zwei Termine angeboten, dass auch wirklich alle interessierten Kinder mitmachen können, dass wir eine vernünftige Gruppengröße haben. Zustande ist das Projekt so gekommen, dass wir uns gedacht haben, wir brauchen mal was Peppigeres im Kindersommer. Die Zirkusdirektorin war in diesem Fall die Tanzlehrerin, Sängerin und Musicaldarstellerin Alina. Ich komme immer mit einem vollen Programm und werfe das dann über den Haufen, wenn ich die Kinder sehe, weil die mich total überraschen mit ihren Talenten. Also es ist Wahnsinn, was die alle können. Und dann ergibt sich in meinem Kopf, dann sehe ich das Kind, höre die Musik und dann ergibt sich das einfach wie eine Geschichte, wie bei einem Musical oder einer Megashow. Und die Kinder machen das eigentlich eh von ganz alleine. Also ich bin nur Nebendarsteller. Und die Arbeit mit den Kindern, ja, es ist unglaublich, besonders nach dieser langen Pause. Also sie brauchen das wirklich. Es wird getanzt, jongliert, Akrobatik gemacht und man merkt einfach, sie haben riesen Spaß und so soll es sein. Begeistert von der Vorstellung waren alle. Es war großartig, vor allem man hat gesehen, wie die Kinder das gelebt haben, wie gelenkig die Kids sind, wie viel Hand-Augen-Koordination sie jetzt schon beherrschen. Ich bin begeistert. Und neben dem Kinderzirkus, wie schaut denn das Sommerferienprogramm für die Kinder und Jugendlichen da in Knittelfeld aus? Also wir haben einen 42 Veranstaltungstag, 36 Aktionen. Nächste Woche zum Beispiel Kinderkunsttage und Jugendkunsttage und da werden die Sage, weil es dann alles ausgestellt wird. Es werden die Institutionen wie die Polizei und die Feuerwehr besucht. Also es ist für jeden was dabei, würde ich sagen. Der Kinderzirkus wurde von den Knittelfelder Kids so gut angenommen, dass sie sich ja vielleicht schon auf die große Vorstellung im nächsten Jahr freuen dürfen. Wir bleiben in Knittelfeld, denn sie finden nun doch statt. Die Rede ist von den legendären Music Nights, etwas verspätet und in abgespeckter Form. Wie, wann, was, wo, das gibt's im nächsten Bericht. In einem normalen Jahr würden die Music Nights schon seit Anfang Juli laufen. Bekanntlich ist es allerdings anders gekommen. Denn jetzt wird die beliebte Veranstaltungsreihe zumindest in abgespeckter Form umgesetzt. Ja, endlich geht's wieder los. Wir haben jetzt zwei Jahre nichts Gescheites gehabt und jetzt können wir endlich wieder Gas geben. Am 19. August geht's los. Wir haben vier Nächte heuer mit jeweils acht Wirte, die mittun. Das sind 32 Music Acts, von traditionell bis rockig, wie immer. Also ein bunter Mix. Ich war froh, dass wir das rausgekommen. Ich glaube, es geht auch bei jedem Wirt, findet es statt. Das ist auch Corona-bedingt in Ordnung, das wird funktionieren. Also ich war riesenfreut. Ab 19. August gibt es vier Ausgaben der Music Nights in Knittelfeld, die donnerstags in acht Innenstadtlokalen über die Bühne gehen wird. Ja, es ist natürlich die 3G-Regel einzuhalten. Die Teststraße haben wir in Knittelfeld in der Herrengasse. Wir setzen da auf Eigenverantwortung. Jeder muss schauen, dass er getestet ist. Aber normalerweise mit den Auflagen soll es funktionieren. In der Eisenbahnerstadt gibt es dann Partystimmung bei Rock, Pop, Schlager und Volksmusik bis zum Ende der Sommerferien. Zusätzlich gibt es noch ein Gewinnspiel unter dem Motto Posten, fotografieren, posten und gewinnen. So immer auf der Facebook-Seite der Music Nights ein Foto hochposten und kann jede Woche eine 50 € Geschenksmünze von Knittelfeld gewinnen. Und es gibt noch Gratisparken jeden Donnerstag, wenn die Music Night ist, ab Mittag kann man im Knittelfelder Parkhaus gratis parken. Die Knittelfelder Music Night in acht Gastronomiebetrieben findet von 19. August bis 9. September jeden Donnerstag von 9 bis 23.15 Uhr statt. Als nächsten Gang servieren wir Ihnen unseren schmackhaften Kanal 3 Kochtipp. Diese Woche gibt es Geflügelreis. Mahlzeit. Heute bereiten wir für Sie zu Geflügelreis. Dazu kommt auf die Einkaufsliste 30 Decker Hühnerbrust, Petersilie,
40 Decker Wildreis, 25 Decker gekochtes Mischgemüse nach Wahl, Salz, Pfeffer, Majoran, 5 Decker Butter, eine Jungzwiebel und eine Bio-Zitrone. Die Hühnerbrust in feine Streifen schneiden. Das Brett säubern und danach die Jungzwiebel feinblättrig schneiden. Die Petersilie kleinhacken. In einer Wokpfanne Butter schmelzen und die Hühnerbrust darin rundum anbraten. Salzen, pfeffern und aus der Pfanne nehmen. Im Bratenrückstand nochmals Butter zerlassen und die Jungzwiebel glasig dünsten. Petersilie dazu, danach den gekochten Wildreis. Die geschnittene Hühnerbrust dazugeben und alles gut vermengen. Nun kommt das auf den Punkt gekochte Mischgemüse dazu. Mit Butter, Majoran und Pfeffer abschmecken. Tipp: Die Schale einer Bio-Zitrone gibt dem Gemüsereis eine erfrischende Note. Nochmals alles gut vermengen und anrichten. Mahlzeit! Die Debatte um den Wolf. Zum Glück ist es schon einige Monate her, seitdem der letzte Wolfriss im Murtal stattgefunden hat. Das Thema ist aber dennoch sehr aktuell, denn für den Umwelt- und Agrarclub ist es dies so lange, bis es eine optimale Lösung gibt. Die Debatte um den Wolf hat im Murtal viele Diskussionen ausgelöst. In den letzten Monaten hat man fast das Gefühl, dass es um das Thema Wolf immer ruhiger wird. Na, es ist genau das Gegenteil. In Tirol wurden 261 Schafe bereits gerissen. Bei uns im Murtal Gott sei Dank noch keiner. Ich wünsche mir, dass es so bleibt. Wir haben die Petition beim Land Steiermark eingereicht mit 1930 Unterschriften und wir hoffen, dass wir bald zum Petitionsausschuss des Landtages und der Landesregierung eingeladen werden. Almen, Ortsgebiete und Weideflächen ohne den Wolf. Das ist das klare Ziel des Steirischen Agrar- und Umweltclubs. Der Obmann Matthias Kranz hat uns die Forderungen erläutert. Wir fordern massiv den Abschuss des Wolfes, gehört die Entnahme des Wolfes, nämlich deshalb, weil es gibt keine Problemwölfe. Jeder Wolf, sage ich, ist ein Problemwolf. Die steirische Tierschutz-Ombudsfrau spricht sich klar gegen den Abschuss des Wolfes aus. Für Kranz unverständlich. Es gibt da die Tierschutz-Ombudsfrau der Steiermark, die Viola Köck. Die mischt sich überall ein, hat überall die Augen offen, wenn es um Tierleid geht. Nur bei den Wölfen, da verschließt sie die Augen. Also wir fordern da wirklich massiv den Herrn Landeshauptmann Stellvertreter Lang, dass er die Tierschutz-Ombudsfrau dementsprechend dirigiert und sagt, naja, es gibt überall Tierleid. Nicht nur bei den Katzen, bei den Hunden, sondern vor allem auch bei den Schafen. Beim Wolf leiden die Schafe, die Rinder und die Ziegen tagelang. Der reißt sie nur an und lässt sie dann liegen. Also das ist extremes Tierleid. Und deshalb die Aufforderung an die Frau Viola Köck, entweder für alle da zu sein oder zurückzutreten. So das Statement und die Forderungen des Steirischen Agrar- und Umweltclubs. Wie es mit dem Thema weitergeht, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten erfahren. Wie bereits angekündigt, gibt's jetzt noch mehr zum Thema Zirkus. Clowns, Attraktionen, Artisten, Popcorn und vieles andere mehr. Können Sie die Zirkusluft schon riechen? Aktuell gastiert ein Zirkus in Jungburg und wir durften hinter die Kulissen blicken. Manege frei. Manege frei heißt es heute für uns. Wir dürfen nämlich beim Zirkus Penelli, der gerade hier in Judenburg gastiert, hinter die Kulissen blicken. Ein Kindheitstraum, der sich erfüllt und wir nehmen Sie mit. Wir stehen jetzt schon inmitten der Campingwegen, neben mir der Marcelino. Marcelino, das hier ist ja euer Zuhause. Du bist Teil dieser Penelli-Zirkusfamilie. Erzähl einmal, wie schaut euer Leben aus als Zirkusfamilie? Als Zirkusfamilie schaut unser Leben so aus, dass wir nach dem Vater natürlich auf- und abbauen und nebenbei Reklame machen. Und natürlich auch die Vorstellung und das Versorgen der Tiere, das liegt uns halt sehr am Herzen.
Früh morgens stehen wir schon auf um 6 Uhr und geben die Tiere Heu, Wasser, tun die Tiere putzen, ausmisten. Die ganze Sache geschieht am Tag 4-mal, ne, bis zur Forschung, wenn sie halt geschniegelt und gebügelt, kommt Geschirre drauf. Und wir natürlich müssen uns ja dann auch schick machen, müssen unsere Livrees anziehen, unsere Uniform und dann geht's los. Und wir sind natürlich, haben wir immer Lampenfieber. Wenn andere Leute sagen, nein, die haben kein Lampenfieber, wollen sie es täglich machen. Nein, wir haben immer Lampenfieber. Es könnte ja auch was passieren, ne? Ich habe schon erwähnt, ihr seid ja eine Familie. Wie schaut es aus? Jeder, der in diese Familie hineingeboren wird, kommt er schon mit einem artistischen, zum Beispiel Talent auf die Welt? Oder wie ist das? Ja, jeder, es kommt immer auf mit Kindheitsbeinen an. Schnuppern wir schon rein, ne? Machen wir schon mit, wenn wir so 3-4 Jahre alt sind. Unsere Kinder ja auch schon mit Kostüme. Und da sieht man ja, der eine ist mehr für Clown, der andere ist mehr für Akrobatik, der eine will Lasso drehen oder mit den Tieren. Und jeder von, zum Beispiel mein Bruder ist Handstandartist, ich bin Clown, Feuerspucker und Messerwerfer. Mein Bruder tut die Tiere vorführen. Der Bruder, dieser da schon erwähnt wurde, steht jetzt neben mir. Das ist der Danielo. Du bist ja Handstand-Akrobat. Wie schaut das aus? Musst du überhaupt noch üben? Übst du das regelmäßig? Wird das auch in deinen Alltag eingebunden? Ja, das ist halt abends immer, wenn wir dann Pause haben, dann tun wir halt immer 1 Stunde oder 2 Stunden probieren, dass man halt drinnen bleibt. Ne? Weil ich meine, das schlaft ja dann auch ein, ne? Wenn man nicht regelmäßig trainieren tut. Das ist dann... gut, es ist wie Fahrradfahren, man verlernt es nicht, aber man wird dann auch träge dadurch, ne, wenn man nicht übt. Und wie lange machst du das jetzt schon, die Akrobatik? Wann war dir das klar? Okay, das ist das, womit ich auftreten möchte. Also für mich war es die Handstand-Akrobatik, weil wir hatten mal einen Artist dabei, der hat Handstände gemacht und ich war 5 Jahre. Und seit ich 5 Jahre alt bin, tue ich auf Sesseln rumtun. Liebe Michelle, du bist Luftakrobatin, aber bevor wir über das reden, du bist ja nicht in diesen Zirkus hineingeboren, du bist dazugestoßen. Wie war denn das für dich? Ich habe als Kind ganz früh angefangen mit Akrobatik, hobbymäßig, von der Schule aus und reiten und voltigieren und bin dann mit 14 auf die Artistenschule nach Berlin, habe dort Luftakrobatik gelernt, habe mit 19 absolviert und seitdem bin ich eigentlich auch immer bei Zirkussen unterwegs, engagiert als Artistin, bevor ich eben komplett ganz hier geblieben bin. Wie du schon sagtest, du bist jetzt ganz hier, ihr habt auch 2 Kinder, quasi in den Zirkus hineingeboren. Kannst du dir noch ein anderes Leben vorstellen? Nein, gar nicht. Wenn man das einmal gemacht hat, dann will man nichts anderes mehr. Was ist für dich die Faszination am Zirkus? Also für mich war schon immer meine Artistik war schon immer mein Traum. Das mache ich jetzt seit fast 20 Jahren und immer noch super gern und ich will auch nichts anderes machen. Vom einen Ort zum anderen zu reisen, die Welt zu sehen, das ist die Faszination. Die Faszination, das ist, wenn man im Zirkus ist und man sieht die Kinder, lächeln mal wieder. Nicht der Alltag, die Kinder sind nur draußen und wissen nicht, was sie mit dem Tag anfangen sollen, sondern sie lachen auch in die Manege und werden begeistert, wenn der Clown sie Albernkeiten machen tut. Und es ist halt schön, wenn man die Kinder die Augen guckt, sie glänzen. Ne? Die Faszination ist immer da. Und will auch immer bleiben. Hat man einmal Sägemehl in den Schuhen, kriegt man sie nicht mehr raus. Das war eine ganz besondere Berichtlocation auch für mich und ein ganz spannender Einblick bei einer wirklich ganz, ganz, ganz lieben Familie. Wenn Sie daran interessiert sind, auch eine Vorstellung vom Zirkus Benelli zu besuchen, dann schauen Sie auf Facebook Zirkus Benelli. Dort finden Sie alle Informationen. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Mit dabei sein. We'll be right back.
Studieren in Judenburg? Das BFI Steiermark macht's möglich. Gemeinsam mit der Hamburger Fernhochschule können Sie jetzt in den Studiengängen Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, Gesundheits- und Sozialmanagement, Psychologie und Wirtschaftspsychologie durchstarten. Studienbeginn ist jeweils am 1. Oktober, 1. Jänner, 1. April und 1. Juli in Judenburg. Mehr Infos gibt's unter www.bfi-sdmk.at. business-unit@bfi-sdmk.at oder unter der Telefonnummer 05 72 70 88 88. Wir übersiedeln. Jetzt gibt's -50% auf alles. Beim Haushaltsparadies Casa Bugatti in Zeltweg. -50% auf einfach alles. Fest. Wir transportieren nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, um die schönsten, spannendsten und interessantesten Momente immer wieder zu erleben. Ein junges, passioniertes Team, kreative Konzepte, technisches Know-how und viel Liebe zum Detail. Das ist Kanal 3, unser steirisches Fernsehen. Das MotoGP-Wochenende, ein Regionaltreffen und die Pensionistenhütte. Das sind die Stichwörter für unsere aktuellen Treffpunkt Murtal Kurznews. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelski, Bauleitung Murtal. Am Red Bull Ring in Spielberg ist das zweite MotoGP-Wochenende über die Bühne gegangen. In einer Flag-to-Flag-Nervenschlacht pokert sich Brad Binder zum KTM-Heimtriumph. Francesco Bagnaia und Jorge Martin auf Platz 2 und 3 sowie die ganze Motorsportwelt ziehen anerkennend den Hut. Bei seinem letzten Österreich-Rennen holt Valentino Rossi den 8. Platz. Am 12. August haben sich Biobetriebe aus dem Murtal versammelt, um Regionalleiter zu wählen und langjährige Mitglieder zu ehren. Johann Höden ist als langjähriger Regionalleiter bestätigt worden und bekommt Unterstützung von Günther Zafel. Beide sind somit Ansprechpartner in Sachen Bio im Bezirk. Langjährige Mitglieder von Bioernte Steiermark sind geehrt worden. Der Ausbau der Mountainbike-Region Murtal schreitet weiter voran. Nun ist ein weiterer Weg offiziell ins Streckennetz aufgenommen worden. Der Forstweg zur Pensionistenhütte in Judenburg ist beschildert und für Radfahrer freigegeben worden. Insgesamt ist die Strecke etwa 5,6 Kilometer lang und der Höhenunterschied beträgt knapp 250 Meter. Das war's auch schon wieder mit unserem Magazin Treffpunkt Murtal. Bleiben Sie unbedingt dran. Nach unserem regionalen Infokanal folgt unser Kanal 3 Steiermark Magazin. Ich sage danke fürs Zusehen, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.